kleine Odin. Ja. Gehen wir an den Strand? Ja, gell? Was geht, Leute? Mein Name ist Andrew Fox und heute spielen wir, wie schon gesagt, Strand, Lost in the Ocean. Letztes Mal war es ein bisschen deeper, ein bisschen tiefgründiger, meine Laune ein bisschen gesänfter. Aber heute haben wir Sonnenschein. Wie ihr seht, die Sonnenstrahlen kommen hier rein und wir werden auch in VR in der Sonne brutzeln. Nicht nur desto trotz möchte ich die Chance nutzen, ein bisschen zu reden, aber auch um zu überleben. Denn Überleben ist wichtig, auch auf einer einsamen Insel. Und deswegen bin ich mal gespannt, was uns erwartet und lassen uns nicht auffressen von fiesen Haien oder etc. In diesem Sinne, let's do this! Lost in the Ocean. Das hört sich schon mal sehr entspannt an. Ob das Spiel genauso entspannt ist. Wie man vom Layout sehen kann, ist das alles noch echt in der frühen Phase. Aber wir werden einfach marschieren. Marschieren? Marschieren. Tutorial lassen wir raus. Brauchen wir nicht. Wir sind Profis. Relax Mode? Nein. Wir sind hier, um zu arbeiten, denn wir müssen überleben und überleben ist arbeiten. Also, start a new game. Okay. Wir sind also im Sand drin. Start the regular camera height. Okay. Okay. Ah. Auf Philippinisch würde ich jetzt sagen, Ayan. Helfen. Wow, Leute, wir sterben am ersten Tag. Noch ein paar kleine, ein bisschen, ich bin ja so ein kleiner Perfektionist. So. Oder? Okay, okay. Wir können gucken, ob wir vielleicht schnell ein Lagerfeuer machen können. Wir haben leider keine Musik. Ich denke mal, ich werde ein bisschen Laufheilmusik dann im Hintergrund laufen lassen. Ja. Bin ja schon dabei. Ja, ich glaube, das werde ich mal tun. Aber ich glaube, jetzt können wir loslegen. Mein erster Eindruck, wie gesagt, ein Strandurlaub habe ich mir anders vorgestellt. Cocktails, Super Sampling auf 140 gestellt. Und irgendwie sehe ich da keinen großen Unterschied. Es ist einfach nichts tun und nicht hier. Arbeitmäßig. Ist wieder Teleportation. Ach du Scheiße. Für die Spiele müsste es eigentlich reichen. Und sonst, ja, immerhin Funktionen wie Sachen nehmen. Schon mal sehr wichtig. Eine Einstellung wichtig. Ja, sollte eigentlich. Ich weiß nicht, ob ich die Grafik oder Super Sampling noch weiter runterstellen soll. Aber es ist, glaube ich, wie gesagt, noch ein ganz frühen Stadium des Spieles. Deswegen will ich da nicht so kleinlich sein. Wir haben hier, genau, hier unsere Stats, unseren Durst, unseren Hunger und unsere allgemeine Gesundheit und wie viele Tage wir schon überlebt haben. Und natürlich die Kopfsteuerung, um die Höhe uns anzupassen. Würde ich sagen, los geht's, los. Wir haben nicht viel Zeit, denn ich habe Durst. If I remember correctly, it's possible to obtain rope from these plants. Ich rede? Okay. Aber die Muschel kann ich nicht aufnehmen. Toll. Für den Urlaub habe ich mir das aber ein bisschen anders vorgestellt hier. Okay. Man hat Durst. Ich mache hier ein paar Survival-Tipps hier. Ich bin kein Experte, aber gewisse Dinge weiß man oder sollte man wissen. Denn wenn man Durst hat, ist der größte Fehler, den man machen kann, Salzwasser zu trinken. Das Natrium in diesem Wasser ist viel zu hoch. Um die 89% Natriumgehalt steckt in dieser Flüssigkeit drin. Keine Ahnung, ob es wirklich so viel ist, aber ich kann mir vorstellen, dass es wirklich so viel ist um den Dreh. Und deswegen rate ich euch ab, wenn ihr Durst habt, trinkt kein Salzwasser.
Ihr werdet danach noch mehr Durst haben. Ist der Fisch gerade geflogen? Die Krabben fliegen? What the fuck? Okay, das ist nicht Alter. Okay, das ist schon mal gut. Okay, weiter. Wie gesagt, wir haben... Durst haben wir. Wir haben Durst. Aber was ihr machen könnt, wenn ihr an eine Kokosnuss kommt... Wir brauchen wahrscheinlich einen Stock. Wenn ich mich richtig erinnere, ist es möglich, Rope von diesem Planeten zu erhalten. Ja, ja. Ich weiß. Dude, ich weiß, ich kenne mich aus. Muss ich das festhalten? Ja. Halten wir nehmen etwas Langes. Langes. Und versuchen. Oh, funktioniert nicht. Kann man da irgendwie... An die Kokosnuss muss ich ran. With this kind of stone, I could craft a crude axe. Just needs a piece of wood and a rope. Aha. I could use a rope to combine these two elements and derive something useful. It seems to me the perfect place to try to light a fire. Ich brauch Gras. Nimm doch einfach diese Palmblätter und mach daraus doch irgendetwas, Mensch. Oder da, kannst du das nehmen? Nein? Oh. Eine Schatztruhe. Nee. Die ist leer. Warum ist die leer? Was ist damit? Ist jetzt nicht wirklich Hanf. Oh, Drogen überall. Was ist das? Click to open. It seems that in this book I could find information about how to craft these flattens. Aha, okay. Ein Hammer, kann man das Buch nehmen? Ich möchte... Hallo. Oh Mann. Early State, sage ich bloß. Okay, wir brauchen die Axt, um die Palme zu fällen, damit wir an den Kokosnuss drankommen. Mhm, Seil. Okay. Also wie wir sehen, da gibt's einiges zu machen. Oh, und essen können wir Fischlies machen. Okay. Nimm das jetzt einfach mit. Und hoffe, dass das nicht so arg rumspinnt. Und dann legen wir es einfach neben unser Lagerfeuer, das wir dort bauen können. Also wir brauchen Seil. Doch möglich sein, irgendwie. If I remember correctly, it's possible to obtain rope from these plants. Keine Ahnung, was du mir sagen möchtest, Dude. Ich verstehe dich einfach nicht. Eine Kamera. Ja, Kamera ist jetzt nicht so wichtig. Denn wir verdammt nochmal haben Durst. Wir haben hier einen Eimer. Was wir aber machen können. Ja. Vielleicht finden wir hier eine Wasserquelle. That's the ideal place to be the workstation. Gucken uns mal die Insel genauer an. Vielleicht finden wir irgendwas. Noch ein Bucket. Noch irgendwas. Immerhin ist die Insel klein und übersichtlich. Vielleicht war die wäre groß. Das wäre nicht so gut. Bald wird es auch noch dunkel. Ja, geholfen hat es mir jetzt nicht. Wir können ja mal. Ich kann euch ja mal zeigen. Also ich denke mal, dass die Funktion implementiert wurde. Was passiert, wenn ich Salzwasser trinke? I should boil to be able to drink. It's getting dark. Ja, ach nee. Trink jetzt mal. Er will nicht trinken. Okay, das hat nicht geholfen. Wow, Leute, wir sterben am ersten Tag. Ich sehe es kommen. That's the ideal place to be the workstation. Okay. Wir können gucken, ob wir vielleicht schnell ein Lagerfeuer machen können.
It seems to me the perfect place to try to light a fire. Ja, ja, ja. Bin ja schon dabei. Also wie gesagt, einen Strandurlaub habe ich mir anders vorgestellt. Cocktails. Schön rumliegen. Und einfach nichts tun und nicht hier arbeitmäßig. Ach du Scheiße. Ach du Scheißen. War hier noch ein Hölzen? Mir das anders vorgestellt. Vor allem diese fliegenden Krabben. Oh, das war jetzt nur ein Einzelfall. Aber das möchte ich nicht nochmal sehen. So, jetzt. Mach doch mal hier. Kind of stone, I could craft a crude axe. Just need to put the wood in the rope. Okay, normal würde man jetzt zwei. With these I could light a fire. Ja, ja. Now I need ich habe wood. Feuer gemacht. I could use this bucket to catch water. Ja, funktioniert. Kochen den Kack. Und warum? Trinke. Warum trinkst du nicht? Trink doch den Bucket mit Wasser. Der ist doch. Da ist doch kein Atem mehr. Das verdampft alles. Das heißt, du hast jetzt. Oder? Normalerweise Salzwasser kochst du? Nein, natürlich ist da noch Natrium drin. Ich bin deppert. Ich ertränke mir jetzt. I don't feel so good. Ach nee. Ich meine, für was braucht man sonst Wasser? Braucht jetzt einen Strohhalm oder was? So, wir versuchen es nochmal. Ich habe so eine Idee. Also auf jeden Fall holen wir jetzt, ich will den Stein nochmal nehmen. Und dann gucken, ob ich... Nein. Oder kann ich... If I remember correctly, it's possible Nein. to obtain rope Warum? From this plant. Nimm doch Seil. Mach Seil draus. Also ich denke mal, dass ich dann mit diesem... Es kann doch nicht sein, dass du daraus kein Seil machen kannst. Ist hier was zu machen? Nein. Also auf jeden Fall brauche ich Seil, um eine Axt draus zu machen. Ich komme nicht drauf. Ich komme einfach nicht drauf. Irgendwo muss es doch Seil geben. Denn ohne Seil kann ich keine Axt machen. Und ohne Axt... Vielleicht muss ich da runter, um Siwi zu holen. Nein, ich komme da nicht mal runter. Auf jeden Fall brauche ich eine Axt. Mit der Axt können wir uns eine Crafting-Bank bauen. Das wollte ich sagen. Aber wir brauchen Seile. Irgendwo muss es entweder Seile zu finden geben oder wir müssen Seile craften. Im Normalfall. It's possible to obtain rope from this plant. Was willst du mir damit sagen? Nimm einfach die Blätter, mach daraus ein Seil, verdammt nochmal. Brauche ich vielleicht einen Stockens? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das grüne. Das funktioniert. Das funktioniert. Seil en masse. Und jetzt? Okay. Wir brauchen unseren Stein. Da hinten liegt zum Beispiel einer.
With this kind of stone, I could craft that crude axe. Ja, wir machen Fortschritte. Just needs a piece of wood and a rope. I could use a rope to combine these two elements and derive something useful. Ja, dann mach das doch. Genau so macht man Kinder. Warum tust du das nicht? Was ist dein Problem? Will die aufeinander I could oder? Use a rope to combine these two elements and derive something useful. Ja, das sollst du ja auch machen. Ich weiß ja nicht, wie du das da bewerkstelligen möchtest, aber mach es einfach. Okay. Wir gucken uns erstmal das Buch an. Okay, wir haben das Buch vor uns, wir haben unsere E-Kredenzien und jetzt muss es funktionieren. Also, es heißt, wir sollen entweder so ein Holzstamm nehmen oder so ein Stick of Holz und das mit dem Seil verbinden. Also draufbleiben oder... Aha! Draufbleiben, okay. Und dann nehmen wir das hier. Ach, das braucht Zeit. Ja, Entwicklung braucht Zeit. Technologie braucht seine Zeit. Und dann haben wir eine fucking Axt. Ja, Mann. Okay, als nächstes... Oh Gott, was war das? Was war noch ein Vogel? Ah. Crafting Table. Wir brauchen vier Holzstämme. Okay, vier Holzstämme. Das holen wir uns wahrscheinlich davon. Hot Chop! Ja, das sieht, glaube ich, echt dämlich aus. Ich bin Rechtshänder, deswegen muss ich das mit rechts machen. Oh, eine Kokosnuss. Geh auf. Komm, mit der Axt werde ich wohl... Oh ja. Num 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 num. Oh ja. Num 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 num. Ah ja, 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 ja. Genau so trägt man Kokos. Und dann ist sie leer. Hotcha! Okay, weiter geht's. Wie viel haben wir jetzt getrunken? Ja, läuft. Wir sind dabei. Wir sind bei der Sache. Da geht noch mehr, komm. Ja, da geht noch mehr. Ich brauch wahrscheinlich richtig viel Holz. Am besten sollte ich mir eine zweite Axt noch bauen und dann kann ich Double Axen. Oh, ich schaff das. Da ist noch eine Kokosnuss. Oh ja. Oh, ich liebe Kokosnuss. Ich liebe Kokosnuss. It's getting dark. Oh, sag bloß, Digga. Geil. Gleich haben wir genug. Also ich denke mal, das reicht. Nehmen wir die Holzschalten. Und machen die mal schön da drauf. Wir nehmen nur Premium-Holz. Nicht diese Drecksäste. Und machen mal schön Feuer. With this kind of stone, I could craft a hammer. Just needs ja, a piece of wood and a rope. Machen wir. Eins nach dem anderen, ja? Muss jetzt hier überleben. With these I could light a fire. But now I need some wood. Ja, it seems to me the perfect place to try to light a fire. Das ist ein besonderer Stein. Okay. Dann. Was passiert, wenn ich die beiden verbinde? Nichts, okay. Ach, ich brauche wahrscheinlich den Hammer, um daraus... Ach ja, okay. Ich habe falsch verstanden. Ich dachte, der Hammer wäre zum Beispiel so etwas wie, um Steine abzubauen. Nein, der Hammer ist ein Werkzeughammer. Damit kann ich dann craften. Und...
Ja, an sich gefällt mir das Spiel. With this kind of stone, I could craft a hammer. Hat eine gute Mechanics. Just needs a piece of wood and a rope. So. Mal gespannt, was kann der Hammer? Was passiert, wenn ich mit dem Hammer... Nichts. Okay, aber vielleicht muss ich kombinieren. Nee, auch nicht. Puh, kann man vielleicht doch damit? That's the ideal place to be the workstation. Okay. Nee, tut sich nicht. Ich dachte, ich hätte was gehört. Okay, dann legen wir das erstmal weg. Also hier steht. Crafting Table. Ja, sieht der Hammer braucht man für das Crafting Table. Aber erstmal brauchen wir hier so ein Dingens. Okay, was passiert, wenn ich hier... Ja, ich wusste es. Nicht weglaufen. Ah, okay. Bisschen Verschwendung. Ich meine, da könnte man mindestens drei oder mindestens zwei von diesen Holzbalken machen, aber man möchte ja jetzt nicht so rumjammern. Oh. Ein bisschen zu nah an dem Baum. Dann nehmen wir halt das hier. Oh, die Sonne scheint gerade direkt wahrscheinlich auf mich drauf. Ich spüre das richtig. Die karibische Sonne auf mir. Muss ich jetzt beide nehmen oder? Nein, okay. Ihr legt jetzt einfach mal hier so aufeinander. So, und dann brauchen wir noch vier von denen. I'm starving. Ich weiß, was wir machen. Es wird jetzt zwar die PETA, also die Tierorganisation, nicht gefallen. Aber da kann ich jetzt halt auch nichts dafür. Die geht zum Leben und Tod. Der Stärkere gewinnt. Und, Krabbe ist jetzt halt nicht der Stärkere von uns beiden. I should boil it to be able to drink. Aha, also sehen Sie? Sehen Sie? Er sagt auch, wie man Feuer ist aus. Glaub, Sie spinnen. Warum ist mein Feuer jetzt aus? Okay. Ich frage mich, kann man wirklich jetzt eine Double Axe Time nehmen? Ja, das geht sogar. Okay, machen wir. Brauchen. Das da. Und das. Und noch so ein Stein. Ist das? Nein, das ist kein Stein. Okay, ist das? Nein, das ist auch kein Stein. Okay, ist das da? Nein, das ist eine Muschel. Okay, und das da? Das ist ein Hammerstein. Was für ein Hammerstein. Wo sind die Steine? Komm, Leute. Nicht eure Ernte. So. Aber es ist schon mal gut, dass man da nicht festhalten muss. Ja, die Kamera nehmen wir später. Die hat jetzt kein... LOL. Okay. Okay. Vielleicht gibt der mehr. Und warte. Okay, Double Action. Okay. Die hier? Auch nicht. Mann, was können die? Ja. LOL, sag ich nur. Alter, ist das eine Heutschaltefabrik. Der Baum kann gar nichts anrichten. Ist er jetzt voll das Opfer? Und fühlt sich Kokosnüsse? Ich bin so clever. Dafür hätte ich einen Achievement bekommen sollen. Für meine Cleverness. Läuft. So, reicht erstmal.
müssen schnell machen. Ich habe Hunger. I have to find a way to drink. I'm dying of thirst. Nein, ich will die nicht nehmen. Die habe ich mir hart erarbeitet. Die. Da sind da andere Steine. With these I could light a fire. Ja. But now I need some wood. Hier. Und legen den hier drauf. Oh fuck. I could use this bucket to catch water. So, das kocht jetzt schön. Und jetzt brauchen wir Mr. Krabs. Ich habe nicht gesagt, dass das ein tierfreundliches Spiel ist. Mr. Krabs! Wo sind die Krabben? Die ganze Zeit liefen die hier rum. Now I think I can drink that water. Echt? Jetzt? Okay. What an expected gift from the sea. Ja, ich weiß nicht. I can open it with an axe. Was, eine Axt? Wir haben schon zwei, Digga. Brauchen wir nicht. Aber es ist interessant, der sagt dann auch, wenn man genug hat. Gut, aber wir haben immer noch Hunger. Wir, jetzt einfach mal die Coconut. Gucken, ob das auch, sollte eigentlich auch Hunger wegmachen. Und? Ich bin so aufgeregt. Nix. Ja. Okay. Wir müssen so drastischen Maßnahmen wechseln. Wir brauchen einen Bogen. Okay. Mit dem Bogen können wir Vögel jagen. I can open it with an axe. Ja, okay. Vielleicht ist da Essen drin. Was? Toll. Ja, alles nicht gebrochen. Zwei Heuschalt. Oh, und dann brauchen wir auch noch. Okay. Ich sehe es, komm, wir werden wieder so sterben. Vier noch von diesen Dingern. Und jetzt? I don't feel so good. Muss man die jetzt vielleicht so platzieren? Wie einen Tisch? Oh Gott, jetzt ist ihm auch noch schwindelig. Komm, ein. Ein Erfolgserlebnis. Mir ist was aufgefallen. Man muss ja manchmal, muss man ihm auch ein bisschen zuhören. Geht nicht anders. So, geh weg da. So, ich nehme jetzt das Zeug. Und zwar, hier sagt er ja was. That's the ideal place to be, the workstation. Workstation? Nenn's doch einfach Working Table oder irgendwie sowas. Das ist genau das. Der. Aha! Hast du es gesehen? Zack. Da kommt unsere Working Station hin. All necessary words were mounted. All necessary words were mounted. Maul. Hätte mir auch vorher sagen können. So, Working Table. Okay, da können wir unsere ganzen Sachen reinmachen. Oh. Aha, die muss man drauflegen. Okay.
Hallo? So, okay. Als nächstes brauchen wir einen Hammer. Wir brauchen wieder einen Stöckens. Ja, ihr seht schon, ich bin jetzt schon richtig into the game. Ich weiß jetzt, wie der Hase läuft. Hup. Ja, Kegges. Dann brauchen wir so einen... Nee, das nicht, aber den nehmen wir mal mit nach vorne, falls dunkel wird. Hierhin, ah, da ist er. With this kind of stone, I could craft a hammer. It just needs a piece of wood and a rope. So, nehmen wir das Buch mal ein bisschen. In this book I could find information. Können wir den da drauflegen? How to craft these flags. Fuck! Okay, legen wir es einfach auf den Boden. Okay, wir haben hier das hier. Das können wir noch machen, aber auf jeden Fall brauchen wir... Wie viele Pfeile hat man? Hat man denn nur einen Pfeil? Ich weiß nicht, das werden wir dann sehen. Zwei Holzscheitel und... Hier, Zeile. So. It seems the total resources needed are on the table. Now some hammers can analyze it. Yes, Bogen. Warten. Nimm. Nimm den Bogen. Nimm den Bogen. So. Ja, ich habe nur eine gewisse Anzahl von Bögen. Hey. Habe ich jetzt zwei Bögen gebaut? Ich weiß nicht. Aber... Muss man nicht verstehen. Okay. Zwei Heuschalter. I have to find a way to drink. I'm dying of thirst. Komm, jetzt hat er auch noch Durst. Okay. Wir brauchen... Aber wir können erstmal die Coconuts essen. Eide. Verfluchte Coconut. Nein, komm, ist nicht deine Ernte. Das ist anstrengend. Okay, wie viel haben wir? Ja. Okay, wir brauchen Pfeile. Deswegen nehmen wir jetzt die zwei Holzdinger. So, und für Pfeile. Und dann brauchen wir Stein. Aber da hat man auch nicht viele Steine. Was? Oh, ein Radio. Da kommt wahrscheinlich Musik raus. Aber wir haben ja gerade schon Musik. Deswegen verzichte ich jetzt einfach mal drauf. It's getting dark. Now I think I can drink that water. Ja, okay. Was ist stressig? Überleben ist so stressig. I could use this bucket to catch water. So. Boah, der hat Durst, der Kerle. Oder braucht man da... Nee, das stimmt ja schon, oder? It seems the total resources needed are... Oh nein, das ist ein Bug. Now some hammer smashes can finalize it. Okay, dann müssen wir schlau sein. Wo ist mein Hammer? Da ist mein Hammer. Ein leichter Bug, aber den können wir handeln. Aha. 15, okay, 15 Hammer. Okay. Da hinten sind die Vögel. Okay, der... Oh fuck, das ist auch noch falsch rum. Ich kann so nicht arbeiten. Ich bin Rechtshänder. Scheiße, Leute. Sorry für die Wortwahl wieder. So, okay. Pass.
Okay, kennen wir von Skyrim? Wir sind gut darin. Wir sind fucking Legolas. Alter, wo sind die? Alter? Hallo? So. Ich hatte gerade meine Chance. Tag. Hey, warum? Was ist dein Problem? I'm starving. Ah, okay. Oh, fast. Nein, 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 das ist Verschwendung. Oh, M23. Warum das? Das kriegen wir hin. Wir brauchen nur... Ja, ja, gleich kriegst du was. Der lässt es irgendwie fallen. Aus welchen Gründen auch immer. Ich komme richtig dumm vor. Ach, mit der anderen Hand. Okay, mit der anderen Hand. Ey, das gibt's nicht. Ich warte jetzt hier einfach hier, weil das sind dumme Vögel. Seht ihr, da kommt einer. Da kommt direkt einer auf mich. Fuck. Vor Valhalla! Yes! Da kommen auch nochmal zwei. Oder gehen die oder kommen die? Ich weiß nicht, aber eine haben wir. Gelacht hast du über mich. Und diesmal habe ich gelacht mit meinem Pfeil in deinem Gesicht. Komm, noch eins. Eins. Fuck. Etwas höher muss ich zielen. Den da. Den kriegen wir. Den kriegen wir. Komm schon! Na! So knapp. Shit! Wo ist mein Bogen? Ich vergesse immer mit der falschen Taste. So, weil du letztes Mal nicht da warst und wegen dir bin ich verstorben. So. Nee, erst ein Truthahn. That's raw. I need to cook it in order to eat. I have to find a way to drink. I'm dying of thirst. Nein, du hast jetzt nicht Durst. Du hast Hunger. Entscheid dich mal. Machen wir noch. Ich habe euch gesagt, ich habe eine Mission und die werde ich erfüllen. Und zwar, wenn zu sterben, dann mit einem vollen Magen. But now I need some wood. Ah, it burns. That's raw. I need to cook it in order to eat. Du musst mich gar nicht so angucken. Es geht hier um Leben und Tod, ja? Gott, wart das lange. Meine Hand ist ja schon längst verbrannt. Das ist schon ein Riesenteil. Sind die in Wirklichkeit auch so groß? Now I think I can drink that water. What? I think the food is ready. So, trinken. Und essen. Und so überlebt man auf einer einsamen Insel. Was? Das hat dir was gar nichts gebracht. Wie viele Vögel soll ich noch töten? Dann doch lieber was anderes. Und auch keine einsame Insel. Abzuatmen. Oh Gott, ich schwitze. Und das nicht nur, weil es so heiß ist, sondern weil einfach Überleben schwierig ist. Ich habe mir meinen Strandurlaub anders vorgestellt. Ich dachte, ich kann mich irgendwo auf eine Parkbank, wollte ich sagen, auf einer Liege fetzen und meinen Cocktail schlürfen. Nein, das ist es nicht. Ich hoffe, euch hat es gefallen und beim nächsten Mal werden wir vielleicht mal ein bisschen was Komplexeres ausprobieren. Ich habe da schon was
im Petto, um viel nachzuholen. Bis zum nächsten Mal, euer Aaron Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.